Ja, The Sound of Rock, die Quinte, der Power Chord, der Rock Akkord, der Five Chord, wie auch immer ihr ihn gerne nennen möchtet. Dazu erzähle ich euch heute was. Ich bin der Petty, viel Spaß beim Gitarcamp. Guten Tag und ein herzliches Willkommen an alle Gitarreros und die, die es noch werden wollen. Ich bin der Petty und ich freue mich darauf, euch auf eurem Weg an der Gitarre begleiten zu dürfen. Das ist natürlich alles vollkommen kostenfrei und unverbindlich. So, nun viel Spaß bei meinem Video und ich hoffe, ihr könnt ganz viel daraus mitnehmen. Bei Fragen immer her damit an meine E-Mail-Adresse petty@guitar-camp.de. Bis gleich! Ja, was haben wir hier? Wir haben Power Chords. Es gibt ein bisschen mehr, aber wir fangen jetzt mal an mit fünf verschiedenen Typen. Ja? Also fünf verschiedene Grundtöne auf fünf verschiedenen Saiten, wo wir die Power Chords erst einmal spielen können. Okay, wir fangen mal an. Typ E. Da ist der. Nee, Moment, was ist überhaupt ein Power Chord? Stopp, nee. Ja, der Power Chord. Wir können ihn in seiner ganz normalen Urform können wir ihn auf fünf verschiedenen Saiten spielen. Was ist denn überhaupt ein Power Chord? Ein Power Chord ist kein richtiger Chord, denn er hat nur zwei Töne. Einmal den Grundton und einmal die Quinte. Was eine Quinte ist, erzähle ich euch alles später noch. Ihr müsst erstmal wissen, wie ihr die Dinger spielen wollt, sollt, könnt, wie auch immer. So, der Power Chord. Grundton plus. Also ich habe jetzt hier in dem Beispiel immer den Ton, den Grundton C genommen. Ja? Grundton C plus Quinte 5, das ist der fünfte Ton der diatonischen Tonleiter. Und dann hieße dieser Akkord, der ja kein Akkord ist, C5. Also sowas wie A Moll, G Dur, C Major 7, ist das ein C5. Gut. Okay. Wir fangen mal an beim E-Typ. Beim E-Typ, ihr seht hier oben, ich habe die Bünde mal aufgeschrieben, 8, 9, 10. Das C liegt auf der E-Seite im 8. Bund. Seine Quinte liegt im 10. Bund der A-Seite. Jetzt habe ich hier mal 1, 3, das sind natürlich wieder die Finger. Erster Finger ist der Zeigefinger, dritter Finger ist der Ringfinger. Jetzt könnt ihr den Akkord auch mit Zeige und Kleinfinger spielen. Aber den Kleinfinger braucht ihr zwischendurch dann doch nochmal, während ihr den Akkord greift. Das zeige ich euch aber später nochmal. Und also macht es am meisten Sinn, mit dem Ringfinger die untere Seite zu spielen. So, in der Tabulaturansicht, die ich hier dann daneben aufgemalt habe, seht ihr dann, wie es in der Tabulatur aussehen würde. 8, 10. Ja, sprich, 8. Bund E-Seite, 10. Bund A-Seite. Relativ simpel. Gut, dann der A-Typ. Da liegt der Grundton auf der A-Seite. Ich habe das mal rot markiert hier. Ne? Das C liegt auf der A-Seite im 3. Bund. Das könntet ihr eigentlich kennen durch den C-Dur-Akkord. Ne? Und die Quinte liegt auf der darunterliegenden Seite, wenn ihr von oben auf die Gitarre guckt, auf der D-Seite, zwei Bünde nach rechts. Es gibt noch so Merksätze. Mal ein Beispiel, wenn Ton X, in unserem Fall jetzt das C, auf der E-Seite liegt, dann ist die Quinte Y auf der darunterliegenden Seite, also auf der A-Seite, wenn ihr von oben auf die Gitarre guckt. Auf der Seite A plus zwei Bünde. Ne? Also 8, eine Seite runter, plus 2 sind 10. Ne? Relativ simpel. Bei der A-Seite genau das gleiche, liegt der Ton auf der A-Seite, also Ton X, in diesem Fall jetzt mal das C. Auf der A-Seite liegt seine Quinte Y, um auf den Power Chord zu kommen. Auf der D-Seite plus 2, also wieder plus 2 Bünde. Das hieß in unserem Fall jetzt hier im 3. Bund das C auf der A-Seite und im 5. Bund die plus 2 auf der D-Seite. Ja? So einfach erstmal. Dann der D-Typ. Da liegt der Grundton, wie der Name schon sagt, auf der D-Seite. Und da liegt das C im 10. Bund.
Und wieder das gleiche Spiel, ne? Die Quinte liegt eine Seite darunter. Vorausgesetzt, wir gucken von oben auf die Gitarre. Normalerweise ist es hier jetzt eine darüber, aber ist auch egal. Wir gucken von oben auf die Gitarre, also eine Seite darunter. Auf der G-Seite plus 2. Auch wieder mit Zeigefinger und Ringfinger gegriffen. Und in der Tabulatur hätten wir 10, 12. Ne? Simpel. 10. Bund, 12. Bund, G-Seite. So. G-Typ. Ja, beim G-Typ ist es natürlich jetzt ein bisschen anders, weil ihr wisst, oder wisst ihr es noch nicht, ich habe es wahrscheinlich schon ein paar Mal gesagt, aber was es genau ist, erkläre ich alles noch. Von der G-Seite auf die B-Seite ist es keine Quartzstimmung, sondern eine große Terz. Das heißt, ihr verschiebt einen Halbton. Sprich, das wäre nicht mehr eine Seite darunter plus 2 Bünde, sondern diesmal eine Seite darunter plus 3 Bünde. Ne? Also ihr wisst, ein Bund ist ein Halbton, also ein Halbtonschritt. Und G ist die Quinte vom C. Ja? Jetzt wisst ihr, das C ist auf der G-Seite im 5. Bund. Und die Quinte G ist auf der B-Seite im 8. Bund. Ja? Das heißt aber diesmal, spielt ihr nicht die Quinte mit dem Ringfinger, sondern mit dem kleinen Finger. Ne? Das sähe dann 5, 8 in der Tabulatur so aus. Und ja, wie gesagt, ein Halbton verschoben, sprich ein Bund. Und dann machen wir aus plus 2, plus 3. Ja? So, also ich habe da noch so Merksätze, die blende ich hinterher, glaube ich, alle nochmal irgendwann ein. Wenn das sowas ist, sage ich euch das. Okay, der B-Typ. B zu E ist wieder die Quartstimmung, also ist wieder eine Quarte-Abstand. Und da ist dann wieder das gleiche wie bei den anderen auch. Ist der Grundton X auf der B-Seite, dann ist die Quinte Y auf der darunterliegenden Seite, nämlich auf der kleinen E-Seite, plus 2 Bünde weiter. In diesem Falle erste Bund auf der B-Seite und dritte Bund auf der E-Seite, also auf der hohen E-Seite. Ne? So, jetzt zeige ich euch mal, wie die ganzen Teile in der Nahaufnahme gespielt werden. So, wir gehen jetzt mal weg von unserem C. Ich zeige euch einfach nur, wie ihr sie greifen sollt. So, das sähe dann, ich spiele jetzt nur mit Zeigefinger und Ringfinger. Dann sähe der E-Typ Power Chord so aus. Der A-Typ so. Der D-Typ so. Also ich breite jetzt hier nur den Mittelfinger ab, damit ihr seht, wie hier gegriffen wird. Der G-Typ sähe dann dementsprechend so aus. Und der B-Typ sähe dann wieder so aus. Dann gibt es noch ein paar weitere und die zeige ich euch jetzt. Ja gut, dann gibt es jetzt noch ein paar weitere Sachen, die wir hier machen können. Wir können nämlich um den ganzen Akkord, ihr wisst, es ist kein richtiger Akkord, weil er nur aus zwei Tönen besteht. Also nebenbei, also das schmeiße ich jetzt nur mal kurz ein. Ein normaler Akkord, wie ein C-Dur, ein G-Dur, ein A-Moll, ein ganz normaler Dreiklang, besteht aus drei verschiedenen Tönen. Das ist ein Akkord. Grundton, Quinte und Terz. Die Terz entscheidet dann über Moll oder Dur. Das erkläre ich euch noch. Aber ihr solltet schon mal gehört haben, es gibt drei Klänge, es gibt vier Klänge. Ja, und es gibt diese Quint-Akkorde. Ne? So, das wäre dann sowas hier. Okay, wir machen jetzt mal weiter und wollen, dass unser Powerchord sich ein bisschen voluminöser anhört. Und was heißt ein bisschen voluminöser? Er hört sich ein bisschen höher an dann. Und dazu nehmen wir die Oktave nochmal mit dazu. Oktave, wisst ihr ja schon, ist der 8. Ton der diatonischen Tonleiter. Eine Tonleiter hat dann 7 Töne, eine diatonische zumindest, jetzt Dur oder Moll. Und nach dem letzten Ton kommt wieder die Oktave, also der Grundton, nur eine Oktave höher. Und in diesem Fall wäre jetzt zum Beispiel das
C auf dem achten Bund. Und die Oktave vom C, sprich das nächst höhere C, ist im zehnten Bund auf der D-Seite. Wir zeichnen das jetzt mal eben ein. Dann sähe der ganze Akkord, nennen wir ihn mal, so aus. Im Griffbild, ne? In der Tabulatur wäre das Ganze dann 8, 10, 10. So, und die zweite 10, wisst ihr jetzt, ist die Oktave vom Grundton. Das heißt, ihr habt jetzt hier Grundton, Quinte, Oktave. Und das macht den ganzen Spaß ein bisschen, ja, es hört sich ein bisschen voller an und ja, ein bisschen höher. Das nimmt mal eure Gitarre und testet das, nachdem ihr euch das Video angesehen habt. Ja, sonst schreibt euch das erstmal ab. Wir machen mal ein Standbild. Und bevor ich das jetzt hier eingezeichnet habe, am besten. Denn das, was ich jetzt dazu male überall, das schreibt euch dann nochmal gesondert bitte ab. Ihr wisst, wer es noch nicht von mir gehört hat, wer jetzt zum Beispiel das als erstes Video sieht. Ich bin Freund davon, wenn Leute das, was sie sehen, abschreiben, am besten sogar einmal krickelig und einmal nochmal ordentlich, weil das so ein bisschen die Sache nochmal verinnerlicht, ne? Das, was man da gerade gehört hat. Weil ihr hört jetzt hier eine halbe Stunde Video oder wenn nicht noch länger und ja, das wirkt erstens erschlagend und zweitens müsst ihr das nochmal gucken, um das, was ihr jetzt hier seht, nochmal zu sehen. Ne? Und so könnt ihr eure Unterlagen aufschlagen und da steht euch, da steht das dann. Ne? Sonst guckt euch nochmal mein Video an, wo steht, was ihr braucht. Das dürfte so das dritte oder vierte sein. Okay, auf der A-Seite. Der Grundton auf der A-Seite braucht jetzt auch wieder eine Quinte, eine Oktave. Und die ist auf der G-Seite ebenfalls zwei Bünde weiter. Also merkt euch, wenn der Grundton X auf der A-Seite liegt, liegt die Oktave X auf der G-Seite plus zwei Bünde. Ne? Dann sähe das in dem Griffbild wieder so aus. Zeigefinger, Ringfinger, kleiner Finger. Und in der Tabulatur wäre das 3, 5, 5. So. Beim D-Typ sieht das jetzt alles wieder ein bisschen anders aus. Ich habe euch ja schon gesagt, er ist auf die große Terz gestimmt, also vom G aufs B. Und das verschiebt sich dann um einen Halbton. Habe ich euch auch alles schon erzählt. Damit verschiebt sich aber auch, ich sag mal, unser Merksatz um einen Halbton. Das hieße dann, liegt der Ton X, also der Grundton X, auf der D-Seite, liegt die Oktave X auf der B-Seite plus drei Bünde. Na, diesmal nicht plus 2, sondern plus 3. Und dann sähe der ganze Akkord so aus. Das zeichnen wir jetzt hier auch nochmal kurz ein. Dann wäre das 10, 12, 13. Ne, so einfach ist das. Gut. Beim G-Typ, ihr wisst, vom B auf E ist wieder die Quarte gestimmt. Also auf, ne, der Abstand vom B zum E ist die reine Quarte. Und dann sieht das Ganze dementsprechend so aus. Nee, wie scheiße sieht das denn aus? Ich mache mal kurz hier ordentlich. Relativ zumindest. Denn, genau, wir machen das direkt mal so. Und machen da... Zeichnen da mal so ein Barré ein. Ich zeige euch gleich in der Nahaufnahme, wie das gespielt wird. Ich sage euch nur schon mal, auf der B- und auf der E-Seite sind jeweils Quinte und Grundton. Und auf einer Seite, ganz unten, die könnt ihr dann ruhig mit einem Barré abgreifen. Ne? Mit so einem kleinen Barré, sag ich mal, der über zwei Seiten geht. Zeige ich euch gleich. Okay. Liegt der Grundton, also auf der G-Seite, liegt seine, also Grundton X, liegt seine Oktave X
auf der E-Seite auch plus 3 Bünde. Das sähe dann in der Tabulatur auch so aus. 5, 8, 8. Ja? Relativ simpel. So, auf der B-Seite geht es natürlich nicht, weil ihr da keine Seite mehr drunter habt. Das heißt, ihr müsst da mit dem Power Chord erstmal vorliegen nehmen. So, jetzt zeige ich euch die alle in meiner Aufnahme. Bis gleich. So, der E-Typ Power Chord mit seiner Oktave sehe dann so aus. Ich gehe jetzt mal nicht wieder vom C aus, sondern ich gehe einfach mal davon aus. Ich zeige euch nur, wie der Griff aussieht. Ne, dass der Mittelfinger spielt nicht mit. Auf der A-Seite sieht das Ganze so aus, also mit dem Grundton auf der A-Seite. Grundton auf der D-Seite sieht dann dementsprechend so aus. Der kleine Finger, wie gesagt, ein Bund weiter. So, auf der G-Seite, habe ich euch schon gesagt, sieht das ein bisschen anders aus. Ihr greift den kleinen Barré, also mit dem kleinen Finger über beide Seiten, drei Bünde weiter. Das Ganze dann aus. Grundton auf der G-Seite und Quinte und Oktave auf der B- und auf der E-Seite. Gut, das einfach mal ein bisschen üben, weil das ist eigentlich ein Akkord, den spielt man so häufig erstmal nicht. So, jetzt geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Eier und sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's im Text. Wir kennen jetzt den normalen Power Chord mit seinen zwei verschiedenen Tönen auf zwei verschiedenen Seiten. Dann kennen wir den Power Chord auf drei verschiedenen Seiten, nämlich Grundton, Quinte und Oktave. Und jetzt zeige ich euch, wie man dem Ganzen noch ein bisschen Eier verleiht. Das hört sich ein bisschen bassiger, ein bisschen wuchtiger an. Und dafür packt man die Quinte in den Bass. Ja, was ist das? Das zeige ich euch jetzt. Das Ganze sieht dann nämlich so aus, wie folgt. Ich male mal kurz hier ein bisschen rum, dass es halbwegs ordentlich aussieht. So. Einmal. Und zweimal. So, was ihr jetzt hier seht, auf dem A-Typ, ist die Quinte im Bass. Das heißt, ihr greift auf der E- und auf der A-Seite die Töne wieder mit so einem kleinen Barré. Ne? Und dann halt die anderen beiden, die Quinte und die Oktave auf den darunterliegenden Seiten ebenfalls. Nicht ebenfalls, sondern mit Ring und Pinky. So, dann sähe das Ganze so aus. 3, 3, 5, 5. Und dann habt ihr diesmal die Quinte im Bass. Aber das ist nicht schlimm, ne? Das sind die gleichen Töne, es bleibt der Power Chord C. Ne? Jetzt zum Beispiel hier beim 3-3-5-5. So. Ihr könnt also die Quinte in den Bass packen. Und die Quinte, wenn der Grundton auf der A-Seite ist, liegt die Quinte einmal auf der D-Seite plus zwei Bünde. Und einmal auf der darüberliegenden Seite im gleichen Bund. Ne? Das sieht man jetzt hier ganz gut, ne? mit diesem kleinen Barré, 3, 3, 5, 5, das sollte alles einleuchtend sein. Beim D-Typ ist es ganz genau das gleiche. Wir machen wieder ein bisschen sauber hier. Und dann sähe das Ganze so aus. Ihr greift ja mit dem Zeigefinger Barré auf der A- und auf der D-Seite. Da ist nämlich die Quinte auch auf der darüberliegenden Seite im gleichen Bund, wie auf der D-Seite der Grundton ist. Und in der Tabulatur sähe das Ganze dann so aus. 10, 10, 12, 13. Gut, auf der G-Seite sähe das Ganze dann auch ganz genauso aus. Liegt der Grundton X auf der G-Seite, liegt die Quinte Y
auf der B-Seite plus drei Bünde und auf der D-Seite im gleichen Bund nur eine Seite höher. Den greift ihr dann wieder mit dem kleinen Barré. Das heißt, diesmal habt ihr zwei kleine Barrés, nämlich einmal mit dem Zeigefinger auf den Fünfen und mit dem Pinky auf den Achten. So. Beim B ist es jetzt wieder ein bisschen anders. Ihr wisst, die Halbtonverschiebung. Und da sieht das Ganze dann so aus. Ihr spielt hier 0. Also zumindest jetzt bei diesem C. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier in der Tabulaturansicht. Hier sieht es dann 0, 1, 3 aus. Aber das ist jetzt nur beim C. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein D greifen wollt, dann sieht das Ganze 2, 3, 5 aus. Zum Beispiel. Ne? Also ihr wisst, dass immer dann vom G, wenn das die Quinte ist, eine Seite darunter plus ein Bund, ne? Also 0, 1 und dann noch eine Seite darunter plus 2. Das wäre dann, wenn ihr es, wenn ihr wirklich das, den D-Power-Chord spielen würdet und nicht das G, hättet ihr 2, 3, 5. Ja, relativ simpel. Müsst ihr mal testen. Ich zeige euch das Ganze gleich nochmal in der Nahaufnahme. Und danach gehen wir direkt straight zum String Skipping. Es gibt nämlich noch Power Chords, da wird eine Seite ausgelassen und das zeige ich euch dann danach. Schreibt euch das Ganze aber vorher nochmal ab. Mit der Quinte im Bass. Natürlich geht es auf der E-Seite nicht. Ne? Das funktioniert nicht. Weil, also, wenn ihr jetzt eine 7-Seite hättet, dann würde sie da funktionieren. Ne? Weil ihr dann die B-Seite drüber hättet. Also, auch eine simple Sache. Okay, wir resümieren mal eben. Ihr habt den normalen Power Chord aus diesen zwei Tönen. Ihr habt den Power Chord mit Oktave. Den Oktav-Power Chord könnt ihr hier spielen, also plus Oktave, plus Oktave, plus Oktave, plus Oktave. Das ginge bei den Vieren, vom E bis G. Und dann habt ihr den Quint-Power-Chord, ne? Also den Plus-Quinte, sag ich mal, ne? Mit der Quinte im Bass. Das geht bei dem E-Typ nicht. Und beim A-Typ wäre das Plus-Quinte. Bei dem D-Typ wäre das Plusquinte, bei dem G-Typ wäre das Plusquinte und bei dem B-Typ wäre das auch Plusquinte. Ne? Ihr braucht jetzt auch nicht, wenn ihr jetzt diesen Quint, also diese mit Quinte im Bass Akkorde spielen wollt, müsst ihr jetzt nicht die Oktave spielen. Ne? Also der Griff könnte auch aussehen hier 3-3-5. Also er müsste nicht 3-3-5-5, er kann auch 3-3-5 sein. Das ist Hupe. Ne? Aber gut, genug gelabert. Ich zeige euch jetzt in einer Aufnahme, wie das Ganze auszusehen hat. Oder? Doch, mache ich. Bis gleich. Ja, der Akkord, der Power-Akkord mit Quinte im Bass. Papa Roach macht es ganz gerne, das war gerade das Intro von Last Resort. Und der Akkord sieht gegriffen so aus. Das ist der A-Typ. Ne? Wir machen den kleinen Barré über die E- und die A-Seite. Da werden beide jetzt gegriffen. Und Ringfinger und kleiner Finger spielen ebenfalls mit. Ne? So sieht das dann aus. Und hört sich schon ein bisschen mehr nach Biss an. Ne? Beim D-Typ sieht das Ganze so aus. Ringfinger spielt wieder nichts. Ne? Und beim G-Typ wisst ihr jetzt, ihr spielt zwei Barrés. Ne? Beim D-Typ habe ich euch gerade gesagt, wir spielen jetzt mal 3, 4 und dann, beziehungsweise 5, 6 und 8. Ne? So sieht das dann da aus. Also der hier spielt nichts, der Ringfinger, der ist mal weg, den verstecke ich mal. Ja, so sah das dann da aus. Okay, ich spiele mal alle drei Varianten gegeneinander an, auf der A-Seite.
Wir fangen mal an mit nur Grundton und einer Quinte. Dann mit Oktave. Und dann mit Quinte im Bass. Nochmal. So, da solltet ihr jetzt Unterschiede gehört haben und ich zeige euch jetzt das String Skipping. Ne? Normale Power Chords habe ich hier, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Im Rock und Metal werden sie ganz oft und gerne benutzt, weil, das zeige ich euch auch mal eben, ich bin jetzt hier im monströsen High Gain und spiele jetzt mal hier ein C als Power Chord. Und jetzt spielen wir den C mal als normalen Dur-Akkord. Als Power Chord. Ne, der hört sich nicht so verwaschen an und so schwammig und matschig. Deswegen werden sie gerne benutzt und da haben sie natürlich vollkommen ihre Berechtigung. Denn das hört sich einfach nur nach Matsche an. Das hört sich schon ganz geil an, ne? Wenn wir jetzt vom C aufs G wechseln würden, das könnte er mittlerweile auch schon. Ne? So, im Rock und Metal, wie gesagt, sehr beliebt. Gut, wir sehen uns gleich. Ja, String Skipping. Ihr seht jetzt hier, es gibt wieder einen E-Typ, einen A-Typ, einen D-Typ und einen G-Typ. Also wieder nur vier. Der E-Typ liegt natürlich der Grundton auf der E-Seite. Das ist mal wieder der achte Bund, unser C. Also ich gehe jetzt hier überall vom C aus, ne? Vom C-Power-Chord. So, jetzt muss die Quinte aber nicht unbedingt auf der A-Seite im zehnten Bund dann gespielt werden. Ihr könnt die Quinte auch im fünften Bund auf der D-Seite spielen. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, überlasse ich euch. Aber das ist der normale 8-10. Und das wäre der 8-5. Okay, jetzt ist auch wieder so eine Sache, wo ihr nicht versuchen müsst, krampfhaft mit dem kleinen Finger mit der Kuppe oben auf die Seite, auf die dicke E-Seite zu drücken. Das, ja, Jazz-Gitarristen, die können das vielleicht gut, aber wir brauchen das erstmal nicht. Mit dem kleinen Finger dämpft ihr also auch die Seite ab, ne? Ich sag mal so, abdämpfen wird bei Guitar Pro zum Beispiel oder überhaupt, wenn eine Seite abgedämpft werden soll, mit einem X betitelt. Die soll nicht klingen. Ne? Ich zeige euch auch hinterher noch mal irgendwann so Gitarrentechniken, so wie Hammer-On, Pull-Off. Und da gehören dann auch Dead Notes zu. Ne, das wird mit X betitelt. Aber ich sage jetzt, ich habe jetzt nur das X da reingemacht, damit ihr wisst, ihr müsst die irgendwie abdämpfen. Und das geht halt am besten mit dem kleinen Finger. Ihr greift also den Zeigefinger im fünften Bund auf der D-Seite und den mit dem kleinen Finger auf der E-Seite im achten Bund. Und dann könnt ihr halt, das bleibt fast gar nicht aus, dass der kleine Finger sei, denn ihr spielt irgendwie so. Aber gemütlich ist das auch nicht. Dass der die A-Seite so ein bisschen abdämpft. Okay, A-Typ liegt der Grundton wieder auf der A-Seite, das wäre das C im dritten Bund. Und auf der G-Seite liegt das G, na, wo wohl, nämlich nirgendwo gegriffen. Ne? Okay, also da spielt ihr dann 3-0. Für den D-Typ und für den G-Typ habe ich mir jetzt das Griffbild mal geklemmt. Ich meine, ihr seht hier, auf der D-Seite ist das C im zehnten Bund. Dann ist das G im achten Bund auf der B-Seite. Also müsst ihr
ihr seht ja, was ihr spielt, ne? Ich sag mal, ihr spielt habt ihr in der D-Seite das C und im achten Bund dann auf der B-Seite das G. Ja, man muss halt selber wissen, ob sich das gut anhört, ne? Ja, und dann halt 3 und 5, das ist eigentlich logisch. Ich blende hier jetzt noch so einen Merktext ein. Auf jeden Fall den für das String Skipping. Den für das den normalen habe ich, glaube ich, schon eingeblendet. Oder ich. Ja. Okay, also hier kommt der Text zum Abschreiben. Gut. So. Ihr müsst euch jetzt merken, was haben wir jetzt bis jetzt gemacht? Der Power Chord besteht aus Grundton und Quinte. Der Power Chord ist überall verschiebbar. Das heißt, ihr wisst, ihr habt 8 und 10 ist das C vom E-Typ. E-Seite, 8. Bund, A-Seite, 10. Bund ist der E-Typ. Das kann aber auch sein E-Seite, 3. Bund und A-Seite, 5. Bund. Oder E-Seite, 7. Bund und A-Seite, 9. Bund. Also immer Grundton E-Seite und dann A-Seite, 2 Bünde nach rechts. So, das wäre der normale Power Chord. Ja, warum spielen wir überhaupt Power Chords? Im Rock und Metal hören sie sich, die knallen einfach, ne? Und normale Akkorde klingen da, ich sag mal, gerade in so verzerrten Bereichen, wie ich jetzt hier gerade spiele, klingt so ein C-Dur schon mal ziemlich bescheiden. Gerade wenn man, ja, ich zeig's euch einfach mal. Ne? Und da ist so ein C-Power-Chord. Schon mal cooler. Dann müsst ihr wissen, die Kürzung, wenn ihr jetzt selber was aufschreibt dann, und ihr wollt den benennen, dann kommt hinter den Grundton, nämlich hier zum Beispiel das C, kommt die 5 für die Quinte. Dann müsst ihr noch wissen, der Power-Chord ist kein normaler Akkord, er ist kein Dreiklang und kein Vierklang. Er hat nämlich nur zwei Klänge, also zwei Töne. Dreiklang und Vierklang, das wäre jetzt Moll, Dur oder Septakkorde, Dominant Septakkorde. Das erkläre ich euch alles später. So, man kann diese offenen Akkorde auch als Powerchords spielen. Ich habe euch gerade das C gezeigt, das C-Dur. Den kann man auch als Powerchord spielen. Also ich sag mal, jetzt ist es kein Dur-Akkord mehr, aber wir cutten einfach mal die Terz. So, so geht das zum Beispiel. Das zeige ich euch aber jetzt, das muss ich noch aufmalen. Ja, ich sag mal Open Chords als Power Chords gegriffen. Ja? Wie das D jetzt zum Beispiel gegriffen wird, das wisst ihr ja. Normalerweise ist es 2, 3, 2, 0. Und ich habe jetzt einfach mal da beim D als einziges das X-Sing gemacht, das euch anzeigt, dass da nichts gespielt wird. Ne? Also hier wäre auch 1. Die Seite spielt nicht mit. Beim C, also ihr greift mit dem Ringfinger, mit dem Zeigefinger im zweiten Bund und mit dem Ringfinger im dritten Bund auf der B-Seite. Das müsst ihr ja eigentlich mittlerweile alles kennen, denn das sind die normalen Open-Chord-Griffe, halt nur ohne Terz. So, wir haben wieder Grundton und Quinte. Okay, beim C, den könnt ihr entweder so spielen, also 3, 1, 0, nix, 3, nix. Hier habe ich jetzt mal die X'e hingemacht auch. Das heißt einfach nichts spielen. Bei dem C könnt ihr die 3 auch weglassen. Also den könnt ihr auch eigentlich mit dem Ringfinger muten. Aber ihr könnt es auch spielen.
Ich hoffe, man hat den Unterschied jetzt gehört. Also spielt ihn oder spielt ihr nicht, ist es im Prinzip total egal. Beim G-Dur lasst ihr einfach die offene A-Seite, die gegriffene A-Seite, die normalerweise im zweiten Bund mit dem Zeigefinger gegriffen wird, die lasst ihr weg und spielt einfach den Rest. Die A-Seite dämpft ihr einfach mit dem Mittelfinger ab. Ne? Das hört sich dann so an. So, das ist normales G-Dur. Power Chord. Und das G-Dur. Ja, also so werden sie gespielt. Nehmt euch kurz Zeit, euch das abzuschreiben oder macht immer Stopp, wenn ich die Dinger einblende. Aber jetzt kennt ihr die auch. Ja, ich blende am Ende jetzt vielleicht einfach nochmal die Regeln ein, die ihr beachten müsst, also was heißt beachten müsst, wo, damit ihr wisst, wo halt die Quinte und wo der Grundton ist. Also, wo der Grundton ist, das müsst ihr natürlich gucken. Ne? Ihr müsst irgendwann wissen, okay, da ist das C auf der E-Seite, da ist das C auf der A-Seite, da ist das C auf der D-Seite. Das müsst ihr irgendwann wissen. Ne? Und dazu mache ich auch noch ein Video. Das kommt ein bisschen später, weil für das Video werdet ihr die Power Chords auch brauchen. Aber warum, das erkläre ich euch dann. Okay, dann erstmal viel Spaß beim Üben. Übt ruhig das Umgreifen auch. Ihr wisst ja jetzt, dass ihr das in jede Position verschieben könnt. Also bei den Open Chords geht es natürlich nicht. Also zumindest nicht in ihrer Urform. Da könnt ihr das C-Dur zum Beispiel nicht verschieben. Das dürfte sich ein bisschen dissonant anhören, selbst verzerrt. Aber die Power Chords, die könnt ihr verschieben. Ja, gut, dann lasse ich euch damit erstmal auf die Menschheit los und wünsche euch viel Spaß damit.